Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Wir sitzen bei dir zu Hause und ich muss sagen, es ist norddeutsches, trübes, regnerisches Wetter. Der Himmel ist grau. Gute Laune kommt da nicht auf, oder bist du das so, also, ist dir egal? Also ich muss ja sagen, Jochen, jetzt beginnt ja für uns Raubfischangler die Hochzeit. Ja. Nicht? Also trotz des schlechten Wetters, also im Augenblick überschlagen sich die Ereignisse. Ich war in den letzten Tagen, wie gesagt, auch bedingt durch die schlechte Wetter, doch immer mal wieder zum Angeln gefahren, weißt du, und bei uns sind am Zander da, Hecht da. Also es ist absolut fantastisch. Wir haben eine Fischweite, wie man sie eigentlich so selten erlebt. Und ich muss eingestehen, ich bin vorgestern Nacht das erste Mal in diesem Jahr gezielt nochmal zum Aalangeln gegangen. Wir haben ja noch mal relativ milde Temperaturen. Das Wasser hat immer noch so 15, 16 Grad. Und ich bin das ganze Jahr nicht richtig zum Aalangeln gekommen. Der Aalbestand ist ja auch stark gefährdet. Wir haben ja mittlerweile ein Mindestmaß von 50 Zentimeter für Aal. Aber man darf ihn noch? Ohne weiteres, man darf ihn angeln. Und der Wetterbericht war eigentlich so, es sollte ein Regentief durchziehen und sollte gegen Abend aufklaren. Und ich habe gedacht, ist egal, ich hatte noch Würmer, fährst noch mal zum Aalangeln. Und das war wieder einer dieser magischen Nächte, die du eigentlich nur beim Aalangeln erleben kannst, Jochen. Also es war, wie gesagt... Warst du alleine unterwegs? Ich war allein unterwegs und habe dann hier bei uns im Außendeichbezirk, ich kenne mich einigermaßen aus mit den Gewässern hier, wo ich auch schon früher viel auf Aal geangelt habe. Aber die Stelle werden nicht verraten. Auf keinen Fall. Deshalb gehst du auch alleine, oder? Ja, nein, ich habe auch einen guten Freund, also auf den ich mich verlassen kann. Wir beide sind da uns einig, wir würden die Stellen, oder in denen wir gefangen haben oder geangelt haben, nie verraten. Also das ist ein Geheimnis und du weißt, was du, sonst ist es egal, aber solche Plätze, die werden einfach nicht verraten. Das heißt, dann hat man dich die letzten Nächte, wie viel Uhr ist es dann ungefähr? Nein, ich bin dann abends, also mit Einbruch der Dämmerung losgefahren. Ne? Leider hat der Wetterbericht nicht gestimmt. Also das Regengebiet ist nicht durchgezogen, ist es hier geblieben. Ich hatte auch leicht auflandigen Wind. Also war das am Mittwoch? Ja. Ja, da habe ich gesehen, das blaue Band, das hat uns dann noch gestriffen. Hamburg ist untergegangen, voller Wassermasse. Und du standst dann da draußen? Ich habe draußen geangelt und wie gesagt, mittlerweile haben wir hier alle top gerät. Aber ich habe gesagt, ich hatte auch aufländigen Wind. Das liebe ich eigentlich beim Angeln. Bloß beim Regen ist das natürlich ein bisschen unangenehm. Und du kannst dann noch das Top-Regenzeug haben. Irgendwo zieht das dann an ein Armbündchen durch oder es tropft vom Gesicht runter und oben im Halsbereich. Aber du, Jochen, wir dürfen hier mit 4 Angelruten fischen und ich hatte meine 4 Ruten mit, auch alle scharf gemacht, die ausgebracht und dann hier, also ganz simple Aalangelmethode mit dem Sargblei, mit dem Karabiner davor, meine Aalhaken, also im Gegensatz zur langläufigen Meinung fische ich mit relativ kleinen Haken, also ich habe Fisch-Albertin-Form, das ist ein langschenkliger Haken, in der Hakengröße 6. Denn die Aale haben nicht mehr so ein großes Maul, was wir früher haben wir immer den Fehler gemacht, mit so richtig dicken, großen Haken, mit Widerhaken auf dem Rücken und mit viel zu großen Haken auf Aal gefischt. Nicht? Und ich habe jetzt, fische jetzt auch nicht mehr mit Tauwürmern, sondern überwiegend mit Dendrobena. Diese Dendrobena-Würmer kann man käuflich überall erwerben. Und ich hatte mir mal irgendwann ein Kilo bestellt, also die kriegt man auf Pfund und Kiloweise, weißt du, im Versandhandel. Und die werden von mir gehegt und gepflegt und gefüttert. Also die essen für ihr Leben gerne Tomaten. Nicht? Also ich schneide mir immer Tomaten in so dünnen Scheiben und fütter damit meine Dendrobenas, weißt du, die putzen sie auch immer weg, guckt dann immer mal rein. Wo stehen die denn? Die stehen bei mir in der Garage. Ne? Ah, ja. Die stehen in der Garage. Ich habe so einen großen Eimer, der ist luftdicht verschlossen. Oben ein paar kleine Löcher drin, dass man die halten kann. Und macht dann immer, also als Tipp, man kann ja fertige Wurmerde kaufen und ähnliches. Aber ich habe immer Eierpappen. Diese Eierpappen reiße ich klein oder zerschredder die. Oder noch besser geht's, weißt du, wenn man so ein paar Eierpappen, die große hat, die lege ich auf den Rasen. Fahre da mit meinem Rasenmäher rüber, häcksel das klein und dann habe ich so ein Substrat, weißt du, schön klein, ist so ein bisschen Gras mit zwischen und da halte ich dann meine Würmer. Nicht? Ab und zu eine Tomate rein und die sind also wunderbar. Vermehren die sich dann? Im Gegensatz zu diesen landläufigen Mistwürmern, wo du immer Brut drin siehst, komischerweise bei den Dendrobenas nicht. Ich habe früher immer was nur Schachteln gehabt, aber jetzt habe ich eben, ich habe einen guten Bekannten, der züchtet Würmer. Der macht das professionell und der hat mich mit so einem Kilo
den Turbinas unterstützt, weißt du, und die sind also Hammer. Moment mal, der züchtet Würmer professionell. Ja, der handelt damit. Für Angler. Für Angler. Der angelt nicht nur Würmer, der handelt auch mit Fleischmaden, mit Bienenmaden, mit jetzt ganz, ganz beliebt ist jetzt hier Blutegel. Das brauchen viele Angler, die auf Wels angeln. Also es gibt eben, jetzt hat es schon immer gegeben. Ne? Du kannst ja in den Angelladen gehen und jetzt hier bei uns in Bridget ist ja jetzt morgen eine neue Eröffnung. Ne? Wir hatten ja kein Angelgeschäft mehr in Bridget und dann hat mir jemand so einen kleinen Angelladen aufgemacht, weil er uns mit Maden und Ködern versorgen wollte. Und dann hat er da Spaß dran gefunden, hat jetzt erweitert und morgen macht er eine große Eröffnung mit Sonderangebot und hat mich gebeten, da ein bisschen präsent zu sein. Unterstütze ich gerne hier vor Ort natürlich einen Händler. Mal sehen, ob sein Konzept aufgeht. Zu wünschen wäre es ihm, dass er denn jetzt an dieser jetzigen Zeit sich noch mal selbstständig zu machen und mit dem Angelladen. Gehört schon viel Mut dazu. Ne? Aber wie gesagt, wir sind ja viele Angler, wir sind ja eine angelverrückte Gegend und das ist ja wird schon klappen. Ne? Nun hatte ich ja, wie gesagt, mir meine Dendrobena-Würmer dann rausgesucht, was so meine vier Huten scharf gemacht. Also ganz simpel, Leute, ich fische dort mit einer dünn geflochtenen Schnur, so eine 8-Kilo-Schnur und habe dann auf dem, nur mit einem simplen Sargblei, also ich fische dann mit 40 Gramm Sargblei, habe davor eine kleine Stopperperle, da kommt ein Karabinerhaken und da hänge ich dann meine Vorfächer ein, die ich immer nach wie vor noch selber knote. Die sind so in der Regel 60 bis 70 Zentimeter lang. Das passt dann auch gut zu meinen Routen. Ich habe so fürs Angeln ganz einfache, simple Teleskoprouten, die begleiten mich schon mindestens 30 Jahre. Ne? Sind so 3 Meter lange Teleskoprouten, 40 bis 80 Gramm Wurfgewicht, habe ich immer so einen Seesack, kann ich schön mittragen, kann auf weitere Strecken damit laufen. Also und habe dann einfach nur 4 normale, einfache Routenhalter, die ich allerdings weiß lackiert habe. Und mit Phosphorstreifen versehen, damit ich es im Dunkeln immer gleich wiederfinde. Was du dieses Aalangeln findet ja in der Regel in der Dunkelheit statt. Und du kannst dir vorstellen, Mittwochnacht, Dauerregen, abnehmender Mond, also Stockduster. Wie bist du denn ausgestattet? Hast du dann zwar eine Lampe auf dem Kopf oder eine Taschenlampe? Ich habe eine Kopflampe, aber ich habe meistens nur eine kleine Taschenlampe. Ich bemühe mich fast alles in der Dunkelheit zu machen. Also ich bewege mich trotz meines hohen Alters wie eine Katze da, weißt du. Und wir haben ja früher mal mit Petroleumslampen, musst du dir mal vorstellen, wir haben früher Petroleumslampen hingestellt, um eine Lichtquelle aufzumachen, weißt du, um auch Fische anzulocken. Also Licht lockt Fische an, also zumindest ja dann wieder Fliegen, ja, Mücken und ähnliches. Nahrung kommt. Ja, und der Nahrung kommt und alles. Aber beim Aalangeln bin ich dann doch immer noch einer von der alten Gang. Ich habe keine elektronischen Bissanzeiger, ich habe nichts. Ich habe ganz simple Bissanzeiger. Diese Aalglocken, die kennt ja jeder Angler, die man so an der Spitze hängt. Das mache ich nicht. Ich habe mir Gewichte gemacht, quasi Überraschungseier, womit ich das Gewicht ausgleichen kann. Ich kann in diese Überraschungseier Blei, Sand oder Wasser reinmachen und unten habe ich eine Vorrichtung, da hänge ich unten meine Aalglocke rein. Das sind meine Bissanzeiger, die hänge ich dann einfach in den mittleren Ring und habe die dann so hängen. Und dann, also es gibt ja viele Aale, die sich nicht durch ihr vehementes Reißen bemerkbar machen, sondern sogenannte Durchfalle. Die schwimmen dir entgegen und dann fällt der Bissanzeiger zum Grund. Wenn sie abhauen wollen, knallt er oben gegen, dann hörst du auch mal diese Aalglocke, aber nicht permanent. Was, wenn du die da, die haben so eine Krokodilklemme, nennt sich das, ja, dann kannst du sie am Spitzenring festmachen oder an der Spitze und dann bim, 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 da kriegt ja jeder mit, dass du da Aale angelst. Also ich habe da so meine eigene Konstruktion. Du willst dich nicht verraten. Na, deswegen nicht, aber auf alle Fälle. Du, und dann hatte ich meine 4 Ruten rausgebracht und dadurch, dass jetzt eben wir auflandigen Wind hatten, war denn ein Bissanzeiger schon mal durchgesackt und denke, na, ist das ein Durchfaller? Nee, war nix, weißt du, nee, und Würmer waren auch noch dran, war okay. 2. Rute fest abgerissen. Ja, ich denke, fängt ja gut an hier die Nacht, weißt du. Ich denke, ach, pack die weg, wird wieso nix. Ne? Hab die Rute dann weggepackt schon und hab dann praktisch nur noch mit 3 Ruten weitergeangelt. Und auf einmal knallt mein Bissanzeiger hoch und dann hatte ich den ersten 2 Fünder. Da habe ich natürlich Blut geleckt. Gleich die kaputte Rute wieder scharf gemacht, weißt du, hab dann mit 4 Ruten weitergefischt und hab eine dieser magischen Aalnächte erlebt, weißt du, die äußerst selten vorkommen, nicht, aber es gibt eben noch gerade hier wo uns in Nordfriesland, du hast eben noch einen gewissen Aalbestand und da passte einfach alles in dieser Nacht, weißt du, Und sind die Aale alleine oder sind die dann, wenn ein Aal da ist?
Also was das, der beste Indikator ist, was du, wenn ich sage immer, weil ich gehe ans Gewässer bei der Dämmerung. Wir sagen immer so blaue Stunde. Das ist diese Zeit, weißt du, wo der Tag geht und die Nacht kommt, weißt du. Und jetzt ist das natürlich durch dieses graue, nieselige Wetter, geht das ja ruckzuck, bist du schon im Dunkeln. Und dann müsstest du die ersten Bisse haben, dann weißt du, das kann eine gute Nacht werden, nicht? Sonst sagen wir immer, also wenn du bis 12 Uhr nichts gefangen hast, dann kannst du allmählich einpacken. Nee, manchmal kommt auch am Morgen grauen, aber was, wenn du denn da schon 5 Stunden gesessen hast und da war nichts, dann ist egal, dann brauchst du auch nichts mehr. Aber dies war so eine Nacht, weißt du, wo du bis zum Morgengrauen da bleiben solltest. Nicht? Okay, der erste Aal war da. Der erste Aal war da und es war zeitweilig so, dass ich meine 4 Ruten nicht bedienen konnte. Nicht? Du hast natürlich beim Aalangeln auch immer einen Beifang, da beißt auch mal ein Brassen, nicht? Da beißt auch mal ein Rotauge oder ein Plötz, also nicht nur Aale. Nicht? Aber letztendlich war ich mit dem Ergebnis äußerst zufrieden, weißt du, also ich kann auch mir Gäste einladen zum Aalessen, nicht? Weil kommen demnächst mal Aale räuchern und das waren alles wunderschöne, abgewachsene Spitzkopfaale. Wir unterscheiden ja bei den Aalen, weißt du, den Raubaal und den Spitzkopf, nicht? Und der Spitzkopf ist natürlich der wohlschmeckendste, was du, den erkennt man, der hat so, also wenn jemand sich mal einen Aal kaufen sollte, was du, so im Fischladen und die geräucherte Aale, dann sollte er immer darauf achten, dass die Aale möglichst einen spitzen Kopf haben, also ein kleines Maul, nicht? Und schön welk im Fell sein. Das sind die richtig schönen, fetten Aale. Welk im Fell? Ja, so ja, also wie ich mit dem Gesicht mit 80 Jahren, weißt du, ne? Ne, du sagst dann schon, also wenn diese Dinger so ganz glatt sind, und das ist ja so, die meisten Aale, die man heute käuflich erwirbt, sind Zuchtaale. Ne? Die werden in Aalmastanstalten großgezogen und dann ist natürlich ein Aal wie der andere, die sehen alle aus wie Gummiknüppel. Ne? Und wenn die so ganz glatt im Fell sind, weißt du, sind das auch meistens so trockene Aale. Also hier, welcher der Aal ist, ein Spitzer der Schnabel ist, was du, desto besser ist der Aal und geht dann auch besser von der Haut. Und dann nochmal ein Tipp für Leute, die Aale sich mal kaufen beim Fischhändler, ist ja alles in Ordnung, ist natürlich mit Goldstaub aufzuwiegen im Augenblick, der Aal ist sehr teuer. Ja, was kostet der Aal im Moment, weißt du? Also mindestens geräuchert so zwischen 60 und 80 Euro, ne? Einer? Das Kilo. Das Kilo, ja. Ne? Okay. Ja, also ist schon relativ teuer. Ist also kein Allerweltessen mehr. Teilweise noch teurer. Nicht? Also wie gesagt, der Aalbestand ist eben ja, auch stark gefährdet und die meisten Aale kommen eben jetzt schon mittlerweile aus Zuchtanstalten, wo sie aufgepäppelt werden und dann sieht einer aus wie der andere, nicht? Aber meine waren eben noch, es sind wildgewachsene Aale, weißt du. Das siehst du dann auch schon beim Ausweiden. Die haben meistens jetzt um diese Jahreszeit richtig Flohm, weißt du, diese Fettschichten. Also wenn du siehst, die Eingeweide siehst, die Magenstränge und ähnliches, das ist meistens richtig eine Fettschicht drum, weißt du. Jetzt sagst du, gerade in Aalen geht es nicht so gut. Gibt es denn eine Anzahl von Aalen, die man entnehmen darf? Oder hat es tatsächlich mindestens? Der Aal ist, also es gibt ja jetzt mittlerweile eine Schonzeit für Aal, weißt du, und die Berufsfischer dürfen keine Reusen mehr stellen in den Monaten, wo die Aale ziehen. Da das sind welche Monate? Das sind die Herbstmonate, wenn der Blankaal zieht. Ich weiß, das schwankt ja auch immer, weißt du, die Gesetzgebung, das muss sich ja jeder Angler, bevor er zum Angeln geht, immer genau festsetzen. Aber Fakt ist, dass der Aal jetzt ein Schonmaß hat von 50 Zentimeter. Also er muss mindestens 50 Zentimeter lang sein. Da oben gibt es natürlich keine Grenzen. Und er darf zum Beispiel in den Nordseegewässern und in den Brackgewässern dürfen keine Reusen mehr gestellt werden. Also der Aal wird extrem geschont, nicht? Aber es ist legitim, drauf zu angeln. Und was, alle, die ich kenne, also wir sind alle durchs Aalangeln groß geworden, was, und so eine magische Nacht, trotz des Sauwetters da, weißt du, es ist ja, als wenn du einen Stromschlag kriegst, weißt du, als ich den ersten Aal hatte, weißt du, bin ich ja gleich hingerannt, habe meine Rute wieder ausgepackt, die ich schon weggelegt hatte, weißt du, habe die wieder neu angeknotet, gleich wieder fertig gemacht, ausgeworfen, weißt du, und bin dann nur noch, weißt du, wie so ein Jachthund an meinen 4 Ruten immer hinterhergegangen, weißt du, und dann hör, auf einmal, klack, der Bissanzeiger, die Klingel, weißt du, du wusstest gar nicht, an welche Rute du zuerst solltest. War natürlich auch ein paar untermaßige bei, die man natürlich schon zurücksetzt. Das Schöne war, die Aale hatten alle ganz vorne den Haken im Maul, also im Maulbereich. Ne? Und ich konnte die Aale, die eben nicht das Schonmaß hatten, konnte ich wunderbar wieder zurücksetzen, in der Hoffnung, dass die vielleicht im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr nochmal wiederkommen. Aber wie gesagt, ich habe ja, also ich habe mein ganzes Leben, ich komme ja eigentlich vom Aalangeln, weißt du, also als Junge und die ganzen ersten Jahre, bevor dieser ganze Rumpel mit Rute raus und Norwegen und sowas alles, haben wir eigentlich nichts anderes gemacht als Aale geangelt oder im Herbst mal Zander und Hecht, nicht? Also
ich war jede Nacht zum Aalangeln. Weißt du, ich habe ja, nachdem ich dann hier in Kiel gearbeitet habe, bin ich jedes Wochenende hier nach Hüttit gefahren. Und als dieses Wettkampfangeln noch nicht so populär war, habe ich jede Nacht auf Aale geangelt, nicht? Also ich bin da richtig aalsüchtig gewesen. Und dann hast du natürlich mal Nächte, wie man sagt, dass der Aal läuft, nicht? Und wenn der läuft, nicht, Jochen, also das, dann kannst du natürlich, was du, manchmal schaffst du deine vier Routen nicht, was du bist du immer hin und im Interessenkonflikt. Und früher hatte ich auch kein schlechtes Gewissen. Ich habe dann auch schon mal zweistellig und mehr Aale gefangen in einer Nacht, nicht? Also das war Allerweltsfisch, nicht? Ich erinnere mich immer gerne. Weißt du, wir haben hier dann auch gepöttert. Dieses Pöttern ist ja, was weißt du, dass die Köder auf dem Wollfaden gezogen werden. Also das ist eigentlich die humanste Art zu angeln. Ne? Der Aal verbeißt sich da drin und du hältst den übers Netz. Fängst aber viele kleine Prielaale und ähnliches. Und aber da habe ich mal in einer Nacht über 70 Aale gefangen. Nicht? Also mit der Pöttermethode. Nicht? Dann kannst du nachher selektieren, kleine oder große. Du weißt ja, dass ich Aal gerne esse. Ne? Und du hattest mir mal einen Tipp gegeben, wie man den Aal zubereitet, beziehungsweise wie man die Haut richtig abbekommt. Man muss den nämlich ein bisschen warm machen. Ja, ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Also man soll jetzt nie den Aal, weißt du, so aus dem im Kühlschrank, heute muss ja alles gekühlt werden und ähnliches. Nein, der Aal muss, was so schöne Zimmertemperatur haben, entweder jetzt, wenn man die Heizung schon anhat, dann einfach in Alufolie auf die Heizung legen oder irgendwas unterlegen, weißt du, dass der ein bisschen warm wird, weißt du, und dann muss er schöne Zimmertemperatur haben. Oder man legt ihn mal kurz im Backofen und erhitzt ihn ein bisschen, weißt du, und dann ist das schon Hochgenuss, nicht? Also ja. Absoluter Hochgenuss, ne? Guck mal, der Aal lässt sich an unheimlich vielen Arten zubereiten. Also klassisch ist ja dieser Räucheraal, nicht? Aber was, ich habe immer noch Erinnerung, meine Mutter kam ja aus Pommern und die hat den Aal immer in weißer Soße gekocht, nicht? Also das war so ein pommersches Gericht, weißt du? Und mir läuft jetzt auch das Wasser im Mund zusammen, also wenn das früher bei uns zu Hause Aal gab, also dieser gekochte Aal, das ist so eine Kindheitserinnerung. Mit Kartoffeln dann, oder? Ja, die Kartoffel als Beilage, aber der Aal wurde, weißt du, in so einer weißen Milchsoße, ich weiß nicht, Bechamel, Kartoffel oder Soße, wie das Zeug heißt, weiß ich nicht, aber mit Dill und Petersilie drin und so. Meine Mutter war eine perfekte Köchin, die hatten das ja früher noch alles gelernt, die alten Frauen, und da wurde eben auch alles verwertet. Und gekochter Aal in weißer Soße, das war schon Hammer, ne? Ja. Oder so, was du jetzt hier, mein Freund Hubert, der ja praktisch mein Aalkumpel ist oder mein Angelkumpel schlechthin, mit dem, vor dem ich auch kein Geheimnis habe, also wir tauschen uns das schon aus. Wenn der so einen richtig dicken Aal hat, also so ein richtig, also es gibt ja so Aale, also die armdick sind oder ähnliches, also da kann man den kann man ja nicht mehr vernünftig räuchern, dann macht man die meistens so Saueraal, also Aal in Gelee gekocht oder ähnliches. Und Hubert schneidet den in Stücken und brät den aus, weißt du, in einer Pfanne, so einer beschichteten Bratpfanne, und da kommt kein Fett und kein Öl bei, sondern nur dieses Fett, was praktisch auch der Aal dann eben durch die Hitze oder sowas alles, und da kann der sich reinknien, ne? Dann haut er sich so einen dicken Aal weg, das ist also, da freut er sich schon immer drauf, weißt du, wenn er den, ich selbst auch gerne, was weißt du, wir unterscheiden ja jetzt Räucheraal, das ist natürlich die absolute Delikatesse, und den Brataal. Nur früher wurde als Brataal immer die etwas kleineren genommen. Ist heute ja schon bei 50 cm Mindestmaß, kannst du sie schon alle räuchern, nicht? Aber so eine Pfanne, Schmor oder Brataal, ja, Hammer. Nee. Ich mag gerne den Räucheraal und dann in Scheiben geschnitten, dann das Fleisch raus und dann auf Brot, auf Schwarzbrot und dann Meerrettich drauf. Ja, oder auch, was du so hier den Räucheraal filetieren, kannst du ja wunderbar, was du, ja. Hast du dir, und schön mit Rührei, weißt du, oder dann auch noch mit Nordseekrabben, weißt du, mit dem Rührei da drin. Also wir können hier schon in besten Appetit schwelgen. Also ist eben jetzt die Zeit, guck mal, jetzt normalerweise, wir haben ja Mitte Oktober, ist eigentlich, neigt sich so die Aalsaison dem Ende entgegen. Was die meisten Aale, die jetzt auch abwandern wollen, sind diese Blankaale, und die sind für die Küche nicht so gut geeignet. Weißt du, der Blankaal kriegt ja nachher ganz kleine Augen, weißt du, und der After wächst zu, der nimmt ja auch nachher keine Nahrung mehr ab, auf, wenn er hier wegwandert, weißt du, und den kannst du auch eindeutig erkennen, der ist richtig blank, nicht? Und der ist sehr dick im Fell, und
Der ist nicht so begehrt, nicht? Also jetzt die Aale, den die ich hatte. Den setzt du noch wieder raus? Oder? Den setzt, ja, wenn er, also ich will ihn mit Appetit essen, was, wenn ich ihn zurücksetzen kann, setze ich ihn zurück. Der soll dann auch, was du, die Chance haben, sich vermehren zu können oder ähnliches. Ne? Also mir sind am liebsten die schönen Spitzkopfaale und auch nicht zu groß. Ne? Also so und 300, 400, 500 Gramm Aal, das sind die für die Köche so am begehrtesten sind. Ne? Das heißt, du bist mit vollem Erfolg dann in der Nacht nach Hause gefahren. Das war so 10 Uhr? 10, 11 Uhr? Nein, oder so lange brauchst du gar nicht? Doch, Jochen. Oh, wie lange bist du denn da unterwegs gewesen? Bis 2, 3? Ja. Also, es war nachher so. Da wirst du nicht müde? Nee, beim Aalangel wirst du nicht müde. Okay. Nein. Jochen, ich habe früher immer geangelt, was, wenn ich zum Aalangel war und es hat gebissen, vom Dunkelwerden bis zum Hellwerden, bis zum Morgenraum, durchgezogen. Du, ich habe im Urlaub, habe ich jedes Jahr hier an Gewicht verloren. Ich bin jede Nacht zum Aalangeln oder fast jede Nacht zum Aalangeln gewesen und das Aalangeln alleine war es ja nicht. Guck mal, du bist dann morgens irgendwann nach Hause gekommen, 4, 5 im Sommer oder dann hast du ein paar Stunden gepennt bis 8 oder 9, dann musstest du ja die Aale versorgen. Ne? Und so Aalschlachten, guck mal, das gibt ja humane Arten und weniger humane Arten. Weißt du? Also ich habe nie meine Aale in Salz totlaufen lassen, das ist für mich Quälkram. Weißt du? Ich töte meine Aale und mache sie dann sauber. Dann kann man die ja mit Jagdgeist und ähnliches töten. Also es gibt da die Unterschiede. Totlaufen lassen heißt, dass die noch ihre Ausscheidung machen oder was? Oder? Die Aale, die werden einfach mit Salz überstreut und fangen dann und laufen sich dann tot, weißt du, und verlieren dadurch ihren Schleim. Ist früher sehr weit verbreitet gewesen. Also ich persönlich habe das nie gemacht, mache ich nicht. Also ich töte meinen Aal fachmännisch, den kann man mit einem kleinen Stick im Genick hier töten und dann kannst du ihn wunderbar ausnehmen und fertig machen. Und einige, also gerade so, also die größeren Mengen Aal verwerten, die machen die auch so mit seinem Jagdgeist tot. Ne? Da kommt so ein Schuss seinem Jagdgeist ins Wasser und dann sind die innerhalb weniger Sekunden tot. Aber und dann ist auch gleich der Schleim los. Also es gibt da die unterschiedlichsten Methoden. Ich bin mehr für die weitmännische Art, weil so, also ich töte den Aal fachmännisch und dann wird er ausgenommen und sauber gemacht und dann eventuell eingefroren oder gleich verwertet. Also da hat so jeder seine eigene Art und und dann, was kommt ja nachher denn? Diese Zubereitung ist für das Salzen, da gibt es einmal das Trockensalzen. Aber wir machen eigentlich meistens so eine Salzlauge, ne? Und da liegt der Aal über Nacht drin. Dann hat der Vorteil, dass überall da, wo Salz hin sollte, dann hinkommt, weißt du, und dann wird er nachher nach Möglichkeit getrocknet, also relativ trocken in den Rauch gehängt. Dann nimmt er auch am schnellsten Farbe an. Ne? Wenn der Aal zu nass in den Rauch gehängt wird und du ihn nachher nicht trocken heizt oder sowas alles, dann kann er so schwarz werden. Hast du denn hier, gibt es hier eine Räucherei, wo man den hinbringt? Es gibt Räuchereien, aber hier, also ich selbst habe auch einen Räucherofen, aber Hubert, was so mein Kumpel, der ist Experte, der fährt ja auch viel zum Forellenangeln, was so diese in diese Potenthek sehen und räuchert dann Forellen und ähnliches. Und dann sprechen wir uns immer ab und er räuchert meine Aale immer mit. Nicht? Also ich habe, für manches ist Aalräuchern ja schon, was so ein Angang, was so, guck, wie ist das denn für ein Erlebnis? Also du hast den Räucherofen, hängst den Aal rein, was du, heizt ihn trocken, ne, achtest auf die Temperatur, du sollst ja einmal die relativ hochfahren, nicht? Und dann natürlich nachher bei 60 Grad und dann jeweils eine Stunde oder anderthalb, du kannst den auch tot räuchern und was da gibt es, also hat ja jeder seine eigene Methode oder was du, einige, also das Klassiker ist eben mit Buchenholz räuchern, aber viele nehmen dann noch Erle und ach, was du, Jochen, da hat jeder, und allein bei der Salzlauge, bei der da kommt, macht Rolle und Lorbeerblätter und Zwiebeln und ähnliches rein, in meinen Augen alles dummes Zeug. Also ich bin immer für 0815, was du einfach in Salzlauge über Nacht liegen lassen, nächsten Tag trocknen und dann rein in den Räucherofen und dann schön mit Buchenholz räuchern und fertig ist die Lauge. Und manche machen eben noch ein Wacholderzweig rein und was weiß ich. Aber das muss eben jeder für sich selbst entscheiden. Da gibt es ganze Fachbücher, was so, wie man Aale räuchert und ähnliches. Ne? Letztendlich das Ergebnis ist wichtig, was er dir nachher auf der Zunge zergeht und gut schmeckt und leicht von der Krete. Also wenn du dich schon abnagen musst, dann stimmt irgendwas nicht. Also der muss schon so richtig schön locker von der Krete fallen und so ein rosanes Fleisch haben, dann ist das ein absoluter Hochgenuss. Ne? Also ein wunderbarer Alltag. Ja. Sowas kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, alle paar Jahre mal wahrscheinlich. Nein, das hast du nicht. Wie gesagt, ich war in diesem Jahr also wirklich das erste Mal zum Aalangeln. Nicht? Also ich, auch jetzt eigentlich schon zu spät für die Jahreszeit, aber ich hatte auf einmal die Idee,
Kannst das doch manchmal mal hat man ja so mal so, so, jetzt sollte man raus und dann wird man belohnt. Ja, genau, so war es. Weißt du, das war wirklich, das war, also ich habe mein Aalgerät auch noch nicht weggepackt. Nicht? Das, ich habe ja nur ein bisschen Blut geleckt, denn wir haben ja hier so Kleie oder du siehst ja aus bei dem Regen, wer der, also als ich dann morgen im Morgengrauen hier nach Hause kam, habe ich gedacht, mein, wie siehst du bloß aus, weißt du, dann ist alles nass, alles dreckig, schmierig, voll Klei, die Routenständer, die Rollen, die Routen, ich habe alles gestern alles schön sauber gemacht, weißt du, über Tag, wir hatten ja endlich mal wieder ein bisschen Sonne, habe mein Gerät wieder getrocknet und alles wieder fertig gemacht, also ich bin, habe da ganz spartanisch, ich habe meine 4 Routen, die habe ich in so einem Seesack, so einem alten Bundeswehrseesack, da habe ich ein paar A-Lappen drin, da habe ich 4 Routenhalter drin. Dann habe ich einen großen Eimer, was so einen relativ hohen Eimer, also nicht so einen niedrigen Eimer, das ist gleichzeitig mein Sitz mit einem Deckel drin. Und in dem Eimer habe ich einen kleinen Eimer und in dem kleinen Eimer habe ich Messer, Taschenlampe, Ersatzwirbel, Ersatzbleie, fertig. Ne, mehr habe ich nicht. Und dann geht los und ich sitze dann die ganze Nacht auf meinem Eimer, Jochen, und dieser Eimer ist relativ hoch. Und in Spitzenzeiten, ne, also in Spitzenzeiten wurde ich dann, wenn ich morgens müde wurde, durch Aale geweckt, weißt du, weil der Eimer so voll war, dass die mir mit dem Schwanz gegen Hintern kloppen, wenn die auf den Eimer saß, weißt du, dass du Probleme hattest, die wegzutragen. Und du kannst es auch früher nicht, also Backlimit und vernünftig mit der Ressource umgehen. Also du hast eben mitgenommen, was maßig war, nicht? Da gab es keine Barm. Horst, ich habe einen Traum, ich muss ja mit dir Aal angeln gehen irgendwann. Aber dann müsstest du mir die Stelle verraten. Also. Naja, ich glaube, Jochen, ist ja bei dir keine Gefahr. Du wirst ja nicht so aalsüchtig oder angelsüchtig wie manche andere. Weißt du, das Problem ist ja immer, wenn du einen Platz verrätst. Ne? Auch ein Kumpel, der hat wieder einen Kumpel. Weißt du, das ist ja nicht. Also du musst dich schon auf den Kumpel hundertprozentig verlassen können und der muss genauso verschwiegen sein wie du selbst in der Geschichte. Mhm. Sonst sind die Plätze verraten und verbrannt, weißt du. Und gerade, also ich habe ja schon gehabt, also man ist dann ja auch mal stolz, dass du gut gefangen hast. Und sagst, oh, ich habe letzte Nacht so gut gefangen. Dann habe ich schon das Gefühl gehabt, die sind die Angelkumpels hinterhergefahren, weißt du, dass sie gelungert haben, weißt du, dass du wieder losfährst. Sag doch einfach eine andere Stelle. Würde ich nie. Sag doch einfach, das war da hinten. Ja, und das glaubt dir doch keiner. Weißt du, guck mal, wir haben hier Gewässer, die relativ bekannt sind. Wenn ich sage, ich war in einer großen Wehle oder in einer Aalau, ne, da weiß jeder, dass das im Augenblick relativ schwierig ist, einen Aal zu fangen, weißt du. Und also als Tipp, es muss nach Möglichkeit das Gewässer Verbindung haben mit der Nordsee, nicht? Also das muss schon Sielzer oder ein Priel oder ähnliches sein, das Verbindung hat mit der Nordsee und da kannst du dann nochmal eine richtig schöne Fischweite erleben. Ne? Horst, vielen Dank für die tolle Aalgeschichte. Ja, gerne. Jetzt machen wir eine Woche Pause, ich muss nämlich in Urlaub. Ja, und dann sei dir gegönnt. Und dann hören wir uns wieder. Alles klar. Tschüss, Horst. Tschüss.